Zugriff auf Datenbanknetzwerk nur für autorisierte Personen. Ich bin autorisiert. Ich habe geschossen gerade eben. Zulassen. Zu. Nein! Aktueller Prototyp aktivieren. Komm, warum nicht? Schnell. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Und da sind wir auch wieder back. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Wer schießt hier gegen wen? Gunner gegen Gunner. Und die sind schon wahnsinnig geworden. Ey, los, Trumpf! Ey, da, was machst du? Nein, geh auf, um mich zu schießen. Hier ist ein chemisches Leck. Hast du nicht gehört? Oh. Ich schmeiß einfach mit Zeug um mich. Okay, alles klar. Wenn das jetzt hier hoch entzündliches Gas gewesen wäre, wären wir alle erstmal entfernt gewesen, ja, von der ganzen Sache hier. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Ich hab's schon mitbekommen. Sind wir etwa schon da? Es fühlt sich jetzt alles hier so an, als würde ich jederzeit sterben. Weil wegen diesem grünen Zeug, aber ich bekomme ja keinen Damage und das ist gut. Ich nehme einfach mal nur an, dass man wahnsinnig wird. Dass die wahnsinnig geworden sind und ich sicherlich auch wahnsinnig werde. Ey, komm her. Kleiner Rekrut. Komm her! Gebäude evakuieren. Ja, ich evakuiere doch gleich hier. Die ganze Truppe. Alter, was ist denn hier, ne? Sie sind überall! Die haben sich einfach verpulvert hier. Die sind so richtig durchgepeitscht gerade. Oh, was haben wir denn hier? Oh, Teslas Forschung. Verdammt nochmal, ja. Verdammt nochmal, ja. Geil, Mann. Mm. Ich glaube, der heutzutage freut sich noch irgendein Kind über so ein Blättel. Forschungsterminal. Easy. Wie schön. Beim ersten Mal. Aktueller Prototyp. Prototyp-ID Unterdrücker. Status inaktiv. Aktuelle Prototypen aktivieren. Informationen des aktuellen Prototyps anzeigen. Moment, bevor ich wieder wie beim Fahrrad in irgendeiner Kacke ende. Produktziel, nicht tödliche Unterdrückung des Ziels durch elektrische Entladung. Laborbericht, Halluzinogengas. Unterdrückung von Aufständen, Einsatzmittel, Splittergranaten Typ 2. Bericht, 2 von 5 Testsubjekten durch die Granatenexplosion verwundet. Einer ist davon schwer. Ach was, 5 von 5 Testsubjekten erlitten nach dem Kontakt mit dem Gas Risse der Nebenniere, die zu Halluzinationen, unberechenbarem Verhalten und gesteigerter Aggression Raserei führten. Na, ich glaube, wir merken gerade, was hier los ist. 4 von 5 Testsubjekte wurden im dadurch entstehenden Handgemenge getötet. 1 von 5 Testsubjekten starb an Herzversagen. Ähnliches Ergebnis wie bei vorherigen Tests. Bei den für einen Einsatz nötigen Konzentrationen treten massive Risse der Nebenniere auf. Es wird empfohlen, die chemische Zusammensetzung zu ändern. Hört sich schon nach und nach in einem sinnvollen Vorgehen an. Laborbericht, Auslöscher. Oh. Dekontaminierung im Einsatzmittel. Klasse 4 Ventilatoren. 4-mal. Bericht. 49 von 50 biochemische Schadstoffe neutralisiert. 3 von 3 Testsubjekte wurden tödliche Strahlendosen ausgesetzt. Testkammer stark verstrahlt. Alle Platten und Isolierungen ausgetauscht. Neukategorisierung für Forschung an tödlichen Waffen ist in Betracht zu ziehen. Die derzeitige Stromversorgung des Auslöschers benötigt weitergehende Entwicklungsarbeit. 2 Tonnen Gewicht sind für die Verwendung im Einsatz zu viel. Das hört sich tatsächlich etwas schwer an. Datenbanknetzwerk offline. Zugriff auf Datenbanknetzwerk nur für autorisierte Personen. Ich bin autorisiert. Ich habe geschossen gerade eben. Aktueller Prototyp aktivieren. Komm, warum nicht? Test wird gestartet. Bitte treffen Sie die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Schnell! Ausschalten, schnell! Alter! Hey, nicht nett. Das war nicht nett. Das wär's. Ich bin nicht böse. Du bist nicht aufgeregt. Ah, nein! Kein Stimpack nehmen, das zählt nicht. Boah, jetzt wird's aber übel krass hier drin, oder? Wird es immer schlimmer? Ajo! Nein, sind wir jetzt hin? Der Gunner-Rekrut. Ah! Wiederhole, ein chemisches Leck wurde entdeckt. Wow, nein! Das Gebäude umgehend evakuieren. Immer diese Granaten fallen. Und hör auf zu schießen. Sie hat immerhin geschlagen. Sie hat auf mich gehört. Oh! Können wir mal die Roboter freilassen? Lass uns mal so gehen, hä? Geschafft. Jawohl! Sicherheitsmodus auswählen. Natürlich Rechtsvollzug, ist klar. Und jetzt kannst du starten. Aber ich bin brav, gell? Ich war die ganze Zeit brav. Hört auf mich zu schießen, okay? Los! Lauft im Gleichschritt, ja? Ihr seid so gut, aha. Warum bleibst du stehen? Du musst hier weitergehen, du Dödel. Oh, wer liegt denn da im Schrank drin? Du... Der hat in der Tasse gestackt! Hier, komm, nimm die Tasse, trink was! Oh, guck mal, wie er chillt. Wir chillen. Aber probier jetzt, ich muss doch an dieses Ding kommen. Hier ist niemand. Hallo. Ich kann mich nicht leiten. Immer erst den mit der Waffe tot mache. Danach den Rest erschießen. Hey, noch jemand. Über mir. Nein! Sekunde Till! Oh, meine Waffe ist fast leer. Jetzt muss ich aber dann mal Weapon wechseln.
Ich lasse nie was Nützliches zurück, als wenn ich jemand wäre, der was Nützliches zurücklässt. Also jetzt mal ganz im Ernst, jetzt lass mal gerade mal die 5 Grad sein, ich lasse nie was zurück. Ich brauche mehr Munition für den ganzen Kram. Ich nehme die Betsy jetzt, die haut jetzt richtig rein. Halt, stopp, erstmal schaue ich noch kurz nach dem Terminal. Hallo Cygene Inc. meldet im dritten Quartal einen Nettobetriebsverlust von 1,8 Milliarden. Hallo Cygene, das sich im dritten Geschäftsjahr befindet, strebt an, weltweit führend bei der Herstellung von modernen, nicht tödlichen Technologien für Polizei und Militär zu sein. Eric Rice, Präsident und CEO von Hallo Cygene, sagte, dieses Quartal war aufgrund maßgeblicher Verzögerungen in verschiedenen großen Produktreihen schwierig. Trotzdem sind wir optimistisch, was das Potenzial unserer Forschung anbelangt. Oh, ich hab's vergessen. Und hoffen in den nächsten beiden Jahren auf einen positiven Kapitalfluss. Drittes Quartal, Entwurf 2. Hallo Cygene Inc. freut sich, im dritten Quartal einen Umsatz von 1,1 Milliarden bekannt geben zu können. Unsere langfristigen Verträge haben für eine solide finanzielle Grundlage gesorgt. Angesichts der aktuellen politischen Lage rechnen wir in den nächsten Monaten und Jahren mit einer großen Nachfrage bei unseren Products. Das ist super, CEO, aber du siehst ja, was daraus geworden ist, ne, aus dem Pufflade da. Das kannst du direkt verkaufen, das Geschäft. Gebäude evakuieren, jetzt aktiv. Hallo? Da sind die Testkammern. Wie geil ist das? Was? Guck mal, ist das cool. Leute, das ist ja so richtig geil, oder? Guck mal! Jetzt darf ich aber nirgends mal reinfallen. Das bin ich echt geliefert, glaube ich. Weiß nicht, ob das aufgeht. Ah! Ich stehe auf Glas, ach so! Es ist cool! Es ist enorm, es ist wirklich enorm cool. Es ist eine Abnormität. Kann ich es hier auch aufmachen? Zulassen! Zu! Nein! Dieser Knopf funktioniert nicht! Der verarscht mich doch! Ada. Weh, der macht irgendwelche anderen Kammern auf. Rass dich aus. Auf der Hof zu gehen, da dürfen wir die Kohlen hoch. Dann breche ich mir erstmal so ein verkacktes Bein. Bam! Bam! Weh, es fällt nicht gleich ab. Ja! Du nimmst kein Stimpack. Das darf nur ich. Das darf nur ich nehmen, die Stimpacks. Ich hab die Betsy da an. Er hat einfach mit einem Kampfgewehr auf mich geschossen. Finde ich ein bisschen frech. Er kämpft aber auch echt lange da unten drin, ne? Ey, es ist so cool, die Facility hier. Beobachtungsbereich von Hallucigen. An den Fenstern können Sie eine Vorführung unserer in Entwicklung befindlichen Produkte sehen. Ah. Wir gehen mal noch hier ins Beobachtungsterminal. Vielleicht können wir einfach alle umbringen von hier oben. Wäre echt cool. Es ist Zeit für ein Update, was? Nein! Nein! Ich habe auf Update gedrückt.